In Kalabrien gibt es viel zu entdecken. Meine Reise beginnt im grünen Hinterland. Es ist die Ruhe und die Idylle des Ortes, die mich verzaubern. Die Grotten von Zungri öffnen das Tor zu einer anderen Welt und erzählen mir die Geschichten von früher. Im Fischerdorf Schiller lasse ich mich vom italienischen Flair treiben und spaziere durch verträumte Gässchen. Auf meiner Reise treffe ich auf Menschen, die mich mit einem warmen Lächeln empfangen und Kalabrien zu dem machen, was es ist. Hier entdecke ich das authentische Italien mit all seinen Düften und mediterranen Köstlichkeiten. Gebaut auf gewaltigen Felsen ragt das malerische Städtchen Tropea über das azurblaue Meer. Der Aufstieg zur Wallfahrtskirche Santa Maria dell'Isola wird mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Mit jedem Schritt zeigt sich die Vielfalt Kalabriens. Ich treffe auf Strände, die nie enden wollen. Und gewaltige Felsen, die aus der Tiefe des Meeres entspringen und mich zu einsamen Buchten führen. Immer wieder erlebe ich neue, unvergessliche Momente und bin überwältigt von der Schönheit des Landes. Es ist ein Ort, wo Erstaunliches niemals endet und die Wunder der Natur deine ständigen Begleiter sind. Der aktive Vulkan Stromboli macht meine Reise zum Abenteuer. Überwältigt von diesem spektakulären Schauspiel bleibe ich, bis die Nacht anbricht. In der Dämmerung zeigen die kleinen Gassen Kalabriens ihren ganz besonderen Charme. Und selbst wenn der Tag zu Ende geht, ist Kalabrien ein Gefühl, das bleibt.